Und damit herzlich willkommen zurück in der deutschen Fortszene, meine Salzarbeiter und Salzarbeiterinnen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Forts. Mit dabei Finn. Ich habe kurz vergessen, wer ich bin, was ich bin, wo ich bin. Ja, auch schon gewundert, was machst du denn bei mir ist es gerade so, ja, normal? Nee. Gehen wir eigentlich Heavy nicht. Eco oder holen wir jetzt Tech oder was, what is the plan? Noch eine Mini und dann Tech, hätte ich gesagt. Warte, kann ich schon mal Edens krasses Stability vorbereiten? Okay. Edens krasses Stability ist in Vorbereitung. Ui. Oder muss ich mich dahin verbinden können zu der? Das weiß ich jetzt gar nicht. Passt so, oder? Die snipen jetzt schon noch die Turbine. Lästig, ey. Zwei Sniper direkt, Jungs. Beruhigt euch. Ah. Oh, was machst du denn? Ja, voll Tiny, du hast ja das machen, aber du hast ja mal Sniper reingeplaced. Ah, ich repariere mal das Windturbinchen. Hol als nächstes Werkstatt. Yep. Alrighty, steht soweit. Alles perfekt, super. Oder mal noch eine Mine oben drauf. Achso, wir spielen übrigens 1 gegen 1 im Koop. Sorry, ich bin gerade in einer anderen Welt. Ich habe auch einen Quark unterwegs, ne? Oh Gott, warum denn so viele Minen? Weiß ich auch nicht, habe ich mal entschieden. Alles klar. Also wir sind Koop in einem Fort. Gegen zwei Gegner, die auch Koop in einem Fort spielen. Das wollte ich sagen. Was bauen die da? Sieht aus wie Miniguns. Aber wo? Da oben drin? Okay, dann mach das Scheiß hier weg. Ja. Hoppala, falsches Holz. Was hast du da? Kleines Holz. Hilft. Aber irgendwie ist meine Ping zu meinem eigenen Server gerade nicht so geil. Das ist ungünstig. Ja, schön. Knall mir da Mörser rein, wo der Sniper vorher saß, oder wieder ein Sniper? Nee, da kommen jetzt Mörser. Okay. Ja, wenn die nicht nur 1000 Energie kosten würden, wa? Richtig. Okay, einer ist wirklich nur auf den Snipern da am Bauen. Ich hol die Mörser, du mal aus da oben, Quatsch, ne? Ja, ja. Okay. Okay, die wollen jetzt noch Shotgun holen. Ich wäre jetzt so gerne Pinch und würde einfach, diesen. Ja, danke. Wollte ich auch gerade bauen. Ich würde einfach gerne das Metall vorne da richtig bauen, ne? Das triggert schon hart. Diese eine Metallstrebe haben, ne? Nervig. Ja, da kommen jetzt Shotguns. Okay. Müssen vor MP aufpassen. Soll ich schon mal. Nee, Upgrade? Nee, wir müssen eigentlich schießen, oder? Upgrade? Upgrade Center? Schieß. Okay. Nö, auf gar keinen Fall. Worauf denn? Ja, auf die Shotguns da oben. Okay. Moment, jetzt kannst du doch nicht schießen. Ja, merke ich. Ja, da ist schon ganz gut noch ein Stück her. Huh. Perfekt. Ja, haben gut gehittet. Ich habe beide Miniguns. Stückchen höher. Ja, sorry. Gut. Ein Gunner jetzt am Start. Gunner ist down. Schön. Oh, bisschen stark. Oh, Achtung. Mit Active Sniper. Mhm. Oh, wir floaten. Ja. Okay. Ist einfach schneller als ich.
Komm schon. Oh, ich glaube, ich habe den Gunner. Nee, nur ein Sniper. Aber das könnte ein Gunner gewesen sein. Ich hole mal Nuke. Ja. Oder besser Swarms. Höhe! Scheiße. Scheiße. Tiny Dot Sniper gleich. Ja, einen Gunner habe ich. Ich aim jetzt für den unteren. Könnte ich haben? Nein, doch, habe ich. Gunner sind raus. Feuer frei. Na, einer lebt da noch irgendwo noch. Ja, schön. Alle mehr so noch ein bisschen tiefer in Richtung Core. Ich hole noch eine Kreissäge. Kann, passt da oben noch eine weitere Windturbine rein? Oh. Sind nur am Löschen, ey. So geil. Ja. Kurz Metall sparen für Swarms. Ja. Ah, ich hab mich verklickt. Oh mein Gott, ich bin gerade nicht so bei der Sache. Jo, kannst du wieder bauen. Die Gunner hier oben, die sind einfach außerhalb vom Bildschirm gefühlt. Relatable. Ich hole noch zwei Kreissägen. Gute Absprache. Mhm. Wir sind uns gerade so krass im Weg, das ist geil. Jetzt immer gut gezielte Bassas. Oh shit. Vielleicht habe ich deinen Mörser oben ein bisschen blockiert. Ich hoffe nicht. Alter! Doch, hast du. Komplett. Komplett? Ah, ne, nevermind, hast du nicht. Sagen. Ich kann nur die Nummer 2 nicht schießen, um auch mal. Ja, die Nummer 2 ist auch doof. So, mit Active. Uiuiui. Uiuiui, mein Lord. Hast du es jetzt noch gut, Cam? Smoke. Das wäre asozial. Das stimmt allerdings. Sie müssen. Ah, schade, da ist schon wieder vorbei, ey. Ja, lebt ja auch fast noch nicht. Ja! Jo, ey, das ist Mobbing, ne? Das ist wirklich in den Opferkreis und dann rumschubsen. Also. Junge, wir haben so ineffizient gespielt, aber es hat halt trotzdem locker gereicht. Ja, Feuervogel, also ich muss sagen, ne? Feuervogel ist schon irgendwie lächerlich stark. Ja. Ich glaube, man hätte schon verteidigen können. Gerade die Mörser da unten hätten wir uns snipen können bei uns eigentlich. Gut, wir haben halt. Ja, wären die Shotguns zu irgendeinem Punkt mal durchgekommen, hätten sie es gewonnen, klar. Gerade im 1v1 ist Feuervogel wirklich einfach nervig. Aber ab 2v2 finde ich ihn nicht mehr. Ja, gut. Natürlich, nee, ab 2v2 auf keinen Fall. Aber 1v1, dieses ständige Anzünden und keinen Feueralarm bekommen. Ich fände es, glaube ich, einen coolen Nerf. Wenn du irgendwie halt eine. Also, das dauert länger, bis du den Alarm kriegst. Okay.
Aber so gar nicht bekommen und irgendwann siehst du einfach nur dein ganzes Fort in Flammen und. Weiß ich nicht. Ja, aber ich finde, das macht ihn eigentlich aus. Also ich denke nicht, dass. Ja, natürlich, das macht ihn schon irgendwie aus, aber. Ich finde sein Feuer zu krass. Ich habe letztens auch eine Runde gegen Amadillo gespielt im 1 gegen 1. Das war kein. Es war kein Gegenankommen irgendwann, weißt du? Das fand ich schon total krass. Naja, gut, Leute, das war eine Runde Feuervogel. Zusammen mit Finn, Link in der Videobeschreibung. In einem Fort. Koop gegen zwei andere Spieler in einem Fort. Koop, auch für Bös. Jetzt, wo ich das so gerade sage und das alles über meine Lippen geht, kriege ich das Verlangen, duschen zu gehen. Aber ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß und haut rein. Tschüss. Ciao.